das ist nicht unbedingt mein Lieblingsspiel für heute, aber auf dieses freue ich mich jetzt ganz besonders. Es geht um Süßigkeiten. Oh, nee. Sachen liegen. Ja. Oh, shit. Sehr gut erkannt. Ihr müsst... Oh, und alle hier. Oh. Bleiben Sie sitzen, meine Damen und Herren. Wer kann mehr essen? Kein Problem. Und am schnellsten. Kein Problem. Einmal bitte nach vorne schauen. Ihr müsst gleich verschiedene Süßigkeitenportionen abschätzen. Ich frage euch zum Beispiel nach so und so viel Gramm von Cola-Fläschchen. Aha. Ihr packt eure geschätzte Menge hier in die Tüte. Wir wiegen und wer näher am gesuchten Gewicht liegt, bekommt einen Punkt. Okay. Bei gleichem Abstand vom Zielgewicht bekommen natürlich beide einen Punkt. Pro Durchgang habt ihr immer eine Minute Zeit. Also ich sag euch, was weiß ich, 250 Gramm Colaflaschen. Ab dann eine Minute Zeit reinzupacken. Okay. Ihr dürft nur die Süßigkeit anfassen, die ich genannt habe. Mhm. Also nicht irgendwas anderes zum vielleicht Gegenmessen. Und wer als erste fünf Punkte hat, gewinnt das Spiel. Okay. Aus hygienischen Gründen bitte... Handschuhe anziehen? Ja, gern. Machen. Ja, weil ich will das nachher vielleicht ja, das essen. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wer diese Regel hier jetzt gerade aufgestellt hat. Ich darf nichts sagen, weil kriege ich wieder Ärger mit irgendwelchen Zeitschriften. Weißt du, Elton, das ist nicht, dass du nichts sagen darfst. Du darfst halt nur nicht so viel Quatsch reden. Gut, ich probiere mal, ob die echt sind. Ja, besser würde es sein. Ja. Sind die echt? Sind die echt? Ah. Ja. Ja. Also in die Tüte. Probier doch auch da nochmal. Da die ja abgezählt sind, muss ich natürlich ja. jetzt auch eine. Aber jetzt musst du zwei Lakritze-Schlangen essen. So. Lakritze magst du auch gerne? Ich mag total. Magst du Lakritze? Ja, sehr. Siehst du? Entweder man liebt es oder man hasst es. Ja. Gibt doch diese Lakritze-Grenze irgendwie. Aber man muss, es gibt doch diese, absurderweise heißt es ja Erwachsenen-Lakritze, weil Kinder das nicht, aber das ist dieses krass Salmiak. Wo ist einem schon lecker, so, ne? Es zieht einem, aber ist geil. Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Kennst du Kettenfett? Kettenfett, wie hast du mich gerade genannt? Ist egal. Ja, nee, doch, kenne ich. Lakritzlikör. Richtig lecker. Ja. Ja. So, jetzt wollen wir aber. Oh, das ist ja ein Zufall. Es geht um Lakritzschnecken. Oh, das ist dabei. Ich brauche, nehmt euch schon mal eine Tüte, jeder. Ja, danke. Ihr nehmt gerne die Schale, ihr dürft aber natürlich die Hände nehmen, ne? Gar kein Problem. Ich stelle euch schon mal vor, die Lakritzschnecken. Hast du mal an einer Fleischtheke oder so gearbeitet, Charlotte? Nee. Gut. Du? Nee, leider nicht. Du möchtest, kannst du die Schale, die Schaufel ich auch schon in die Hand nehmen, wenn du möchtest? Mhm. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, ja, ist kein Problem. Lakritzschnecken, ich brauche von euch 250 Gramm. Los. Den Spruch fand ich übrigens gerade schon mal gut. Nehmt euch jeder eine Tüte, so von früher bei Würdis Freundeempfang. Ich weiß nicht, was er meint. Ach so. Ja, der hat immer den Müll rausgebracht, genau. Das genau, darum ging's. Ja, das meinst du, wir hatten ihn auch bei der WOC-WM. Ich kann mich noch dran erinnern. Da hatte ich ihn noch nicht. Nee. So, 250 Gramm, wa? 250 Gramm. So, und jetzt sage ich immer, vielleicht im Hinterkopf eine kleine Referenz. Gut ist immer die Tafel Schokolade, wenn man noch weiß, wie schwer die ist. Bitte? 30 Sekunden noch, theoretisch, wenn ihr 250 wollt. 250 Gramm ist doch... Wenn du fertig bist, bleib noch da stehen, nicht, dass sie vielleicht duschern kann. Genau da, auch bei dir, wenn du fertig bist, lieber nochmal stehen bleiben. Ja. 15 Sekunden. Was wiegt 250 Gramm? Zu Hause vielleicht? Hat man da irgendetwas? Wie schwer ist ein Päckchen Kaffee? So, da wurde nochmal schnell was reingeschmissen. Dann kommt nach vorne. Stell noch einmal ab. So, wir sind bei 0. Charlotte. Sieht das mehr aus? 198. So. Ist ein bisschen weniger, glaube ich. Ja. 161. Punkt für... Kommt hier unten hin. Schreibst du gleich mal, Elton, unsere Namen bitte drauf auf die beiden Tüten. Ja. So. Also, das hilft aber auch, so eine Runde gerade, ne? So ein bisschen beim Tarieren der inneren Waage. Jetzt geht es um 200 Gramm und zwar vom Puffreis. 200 Gramm so. Puffreis. Der hat sicherlich eine geringere Dichte, aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass man, wenn man es in der Hand hat, eben dort auf diese 200 Gramm kommen muss.
eine wesentlich größere Menge. Aber wie gesagt, was ich vorhin meinte, vielleicht ja die berühmte einfache Tafel Schokolade 100 Gramm. Muss also so schwer sein wie 2. Aber das kann man von hier oben auch wiederum ganz einfach sagen. Ist da unten sicherlich mit den Schaufeln eine ganz andere Geschichte. 30 Sekunden. Eben waren beide 200 zu Gramm. Vorsichtig. 200 richtig. Gramm. Ach, 200 Gramm, ja. Ach so, dann. Ui, okay. 15. Okay, ich glaube, wir Zuschauer 5. erkennen einen klaren Unterschied zwischen den Mengen. Gut, dann kommt nach vorne. Oder? Jetzt guck das mal an. Da ist ein Wir fangen gerne mal hier an. Super gerne, danke. Gerne. Ja, aber naja, aber Puffer ist schon... Ja, eben. Ja, das... Oh! 149. Ja. Nee, gut. Nee, das ist gut. Nicht. 50 Gramm sind... Ron, du musst wahrscheinlich jetzt rechnen. Ja, ja. 49 ja, waren zu viel. Und hier? 49 zu viel. 150. Nee, das ist aber ganz ist knapp. Das, 45. Das ist richtig knapp. Ich kann nicht rechnen. Ich weiß nicht, ich das kann heißt, Charlotte kriegt den Punkt. Bin ich da richtig? Ich habe nicht gerechnet. Naja, wir sehen es doch hier unten. 45 zu 49. Ne? Also für Charlotte ja. Den Punkt. Krass. Oh, Puffreis. 4 Gramm Unterschied. Wie viele Runden spielen wir? 5? Wir spielen, wer zuerst 5 Punkte wer hat. Wer zuerst 5 Punkte. Danke. Gute. Aber ja, nehmt euch wieder jeder eine Tüte. Und eben hatten wir Puffreis. Jetzt geht es um weiße Mäuse. Weiße Mäuse. Noch nicht anfassen, also, hallo. Entschuldigung. Hey. Ich brauche 125. Los. 125 Gramm, nicht 125 Stück. 125 Gramm müsst ihr schätzen. Zuvor war ja Charlotte ein bisschen zu vorsichtig. Und Janine ein bisschen übermütig ist übertrieben. Aber wie gesagt, die eine klar mehr, die andere weniger. Also wer die geringere Differenz zur geforderten Masse hat, der gewinnt. 125 Gramm, ja, diese Schaummäuse. Was? Doch, ich habe nur geguckt, okay. Was das nächste, was das ist. Boah, 25 war mir Sekunden. Nicht sicher. 125. Hm. Hallo, nur die Süßigkeiten anfassen. Deswegen habe ich gefragt, ob ich das darf. Das habe ich nicht gesehen. Nein, das. Ja, da musst du ein bisschen besser aufpassen. Ja, jetzt habe ich es ja gesehen. Tja, was ist es? 5 Sekunden. 125. Das bisschen mehr als die Tafel Schokolade. So, kommt nach vorne. Ja. Ja, sagt sie. Jetzt ist eh zu spät. Genau. Ach, guck mal. 98. Ist die bisschen weniger aus. Ja, mal drin gelassen. Ja. Findest du? 84. Eine Wiederpunkt für Charlotte. Ich geh ein paar hin. 3-0. Merkst du auch, wie ich gar nicht dazu lerne? Einfach konsequent. Also beim Wiegen, aber auch bei den Tüten. Ach, wir brauchen auch in Runde 4 überraschenderweise eine Tüte. Wer hätte das gedacht? Wie viele Runden machen wir? 5 Wer 5 Punkte hat, also du brauchst jetzt noch 2. Also du noch 2, ich brauche noch 5. Richtig. Aber das wird bestimmt kein Problem sein. Jetzt geht es um Brause-UFOs. Ah, fuck. Kennen wir vielleicht noch aus den 80ern. Und ich brauche 300 Gramm. 300 Gramm Brause-UFOs. So, jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Das Wort höre ich gerade das erste Mal in meinem Leben. Eventuell bin ich nicht der Ach so, Brause, oh fuck. Ja, ja. Du hast ja, danke, vielen Dank. Dankeschön. Gut, das wäre 350? Nee, 300. 300. Das wäre um ein Haar ein Thema verfehlt, Sätzen 5 gewesen. Und ist gerade noch mal so gut gegangen. Ja, du merkst, das ist mein Spiel. Elton, erkläre mir, was ein Brause-UFO ist. Das ist so Esspapier und da ist Brausepulver drin. Ah, okay. Und das klebt unfassbar geil an der Zunge und am Gaumen. Wie viel nochmal, Entschuldige? 300. Danke. Noch 20 Sekunden. Stimmt, Brausepulver war doch mal dein Ding, oder? Ja. So, aber 300 Gramm. So, jetzt ist natürlich die ganz große Frage. Wir erkennen 5 Sekunden schon noch. Wieder die Unterschiede.
Beide kämpfen immer noch mit dem gleichen Problem. Okay. Ja. Die eine lässt es krachen und die andere ist sehr bescheiden, ja. Also ich wenn ich im Kiosk arbeite, wissen Sie alle, das wird ein guter Deal für Sie. Ja. Jawohl, die sind relativ leicht. Ja, das hast du schon ein paar Mal jetzt gesagt. Nee, ich bin tatsächlich relativ zuversichtlich. Oh wow, oh, wow. So dass leicht. Das schon 137, also in Anführungszeichen nur, ja. Aber krass. Ja. 100. Okay, abgefahren. Alles klar, ja, dann ist er ganz ziemlich klar jetzt. 163 Gramm, hast du das richtig gesehen? Na ja, gut. Hätten die da überhaupt reingepasst, hättet ihr vielleicht zwei Tüten nehmen müssen. Das darf man das? Natürlich darf man das. Na, das ist ja schön. Punkt für Janine. Hätte ich nicht gedacht, dass die schwerer sind, als das Puffreis, dass die leichter sind als Puffreis. Hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, da ist ja Brausepulver drin, da ist es bestimmt schwerer. Ich denke mal, lieber nicht. Ich, Vollidiot, habe diese fetten Kugeln genommen. Ja. Ich habe hier nur aufgrund von wirklich wilder Zuckerei an der Seite gemerkt, falsche Süßigkeiten, Michael, sind schade. Also insofern. Jetzt geht es um saure Zungen. Die kenne ich. Genau. Und davon brauche ich 400 Gramm. Los. So, jetzt mal richtig reinhauen hier. So. Ich hätte nicht gedacht, dass 300 Gramm mehr sind als vorhin die 150. Ja, das ist auch richtig. Gut. Also wie gesagt, Masse ist Masse. Ihr versucht es ja auch anzuheben. Ne? Da jetzt mehr so nach der Menge zu 300? Gehen. Ne? 400. 400. Wir nähern uns der 30-Sekunden-Marke. 400 Gramm sind gefragt. Ich weiß nicht, ob Charlotte sich jetzt traut, mal ein bisschen reinzuhauen, sagen wir mal so. Noch 20, ja, reinhauen werden wir nachher. Aber sowas von. Zehn. Ah, komm. 400. Also fast so ein Päckchen Kaffee. 4 Tafeln Schokolade. Das hat es jetzt gebracht. Ja, sieht relativ gleich aus. Jetzt fangen wir hier an. Das sieht mehr. 400. Das sind 515. 115 drüber. 399. Wow. Wow. Punktlandung, würde ich mal sagen. Geil, schön. Gut, da kann man nichts sagen. Nee. Das ist geil. Das neue Motto von Janine, wir lieben Süßigkeiten. 3. 1 Gramm daneben, ganz stark. 2. Jetzt brauche ich Schnüre. Oh, ich liebe Schnüre. Entschuldigung. Und zwar so. 350. 350 Gramm Schnüre. Schnüre. Wen erinnert das nicht an die Studentenzeit, an die Spaghetti vom letzten Mittwoch? Daran erinnert dich das? Ja, die man so, ja, die waren nicht bunt, aber die hat man so aus dem Topf noch mal rausgeholt. Wo hast denn du studiert? Oh, ich könnte jetzt was ganz Widerliches erzählen, was wir früher mal gemacht haben. Okay. Aber ich traue mich. Ja. Machen wir nachher. Machen wir nachher. Machen wir nachher. Machen wir nach 0 Uhr. 350. Noch 20 Sekunden und 350 Gramm. Ja, aber habt ihr nicht früher so die alten Nudeln noch mal versucht aus dem Topf zu holen und überlegt, ob die noch gut sind? Früher? Echt? Gut. Das heißt bei mir kochen. 5. So, 350. Ich glaube, die hätten das auch nicht. 4. Oh. Haben wir eben angefangen? So, guck mal an. Charlotte wird mutiger. 257. Shit. 401. Ja. 93 waren es, also gerade 350, 50, Charlotte 51. Dran, ne? Na, zu 93, ich weiß, genau. Ich kann nicht rechnen, bitte frag mich das raus. Ja, Charlotte näher dran, 51 Gramm zu 93. Gut. Ist vorbei? Das ist der nein. Vierter Punkt, ein Punkt braucht Charlotte noch. 4 zu 2.
Jetzt, liebe Janine, ja, geht es um die Zauberkugel. Ah! Und zwar... Es war ein unangenehmes Geräusch, es tut mir leid. 500 Gramm. 500 Gramm. Oh, da ist auch eine Lakritze dabei. Du bist, ja. Also, ich weiß auch nicht, welche Phase in meinem Leben habe ich denn irgendwie übersprungen, dass ich auch diese Zauberkugeln nicht kenne? Techno-Party, die kennst du auch nicht. Ah, okay, ja. Vielleicht anderes, 350 Gramm? Anderes nee. Land. Ja. 500 Gramm oder 350? Vielleicht hieß das bei euch nur anders. Falsche Seite. 500. Entschuldigung, 500, dass Elton und ich hier ein bisschen abschweifen. 100. Nee, kann schon sein, Elton. Andere Seite vom Zaun, ja, wir hatten das nicht. Nein, ihr hattet das bestimmt mal einen anderen Namen. Oder kennst du die gar nicht? Doch. Wir hatten Puffreis auf jeden Fall. 500 Gramm. 15 Sekunden. So, wenn ich mache hier immer so eine Charlotte jetzt nicht da dran ist, hat sie dieses Spiel gewonnen. Genau, wir hatten ja auch gerade gesehen. 5 Sekunden. Vom Auge her, na, ich sag jetzt noch nichts. Erst wenn alle Kugeln drin sind. Das ist immer so, oh, nehme ich noch was rein. Nehme ich noch. Ja, ja. Der Nervenkampf. 500, das berühmte Pfund. Guck mal, sehen die beiden? Ja, das ist relativ gleich. Okay. 550. Richtig gut. 50 ja, aber du bist, schau. Ja, aber hast ein bisschen weniger, glaube ich. 50 zu viel. Ey, wenn du jetzt 499 hast, dann ist geil. Dann das für mich geil. Ist dann geil. Mach jetzt. Ich atme nicht, solange du das nicht machst, ne? Wenn ich gleich umfalle, bist du schuld. Man sieht zu Hause wie viel noch hatte was, ich? Man sieht zu Hause noch was gewinnt? Nein. Haut auf. 486. Oh, krass. 14 Gramm. Ja, stimmt. Das bist dich da dran. 4 zu 3. Alter. Oh, Jesus. Weiter geht's. Jetzt geht es um die Cola-Fläschchen. Ich brauche 325 Gramm. 325 Gramm Cola-Fläschchen. 325 Gramm. 325 Gramm. Und, Charlotte macht das eigentlich sehr geschickt, was ich gerade sehe. Nee, machst das nicht. So, es bleibt natürlich beim Spielball für Charlotte, ne? Also wenn ja. sie jetzt die Runde holt, gewinnt sie das Spiel. Hat nicht diese Woche der Postillon vermeldet, dass in diesen Cola-Fläschchen auch immer weniger Cola drin ist? 350 Gramm. 325. Ah, dann. Ach so, dann muss ich ja noch mal ganz von vorne anfangen. Wie viel waren denn die? 325. Ja, Achtung, 10 Sekunden. So, Janine braucht den Treffer. Ist richtig. Ja. Das sieht wieder nach einem ein bisschen Unterschied aus. Mhm. Bitte schön. Links weniger. Ja. Bei mir oder bei? Ja. Ah, 251. Das sieht sehr ja, nach das dem. Sieht sehr gut aus für Charlotte. 306. Ja. Damit ja. gewinnt Charlotte das Spiel Süßigkeiten. Stark. So, wollt ihr da... Na du? Dürfen wir das verteilen? Von mir aus dürft ihr das gerne verteilen. Na klar. Fang! Hier, da wartet jemand ganz sehnsüchtig. Da wartet jemand auf die Cola-Flaschen. Cola? Hier? Hier? Da ist das, der Puffreis. Warte, ich geb's da. Das? Die Reihe noch. So, ich mach mal den Punktestand, solange hier. Oh, ich mach das ein bisschen nach Volumen. Schön teilen. Nicht streiten, Kinder. Teilen, bitte. Hier. Teilen. Bitte teilen. Er steht jetzt. 27 zu 18 für Charlotte. Das Video hat dir gefallen. Na? Dann würde sich anbieten, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Denn dann verpasst du in Zukunft überhaupt keine Videos mehr.